Nach Scheidung von Frau, Cousin der Queen heiratet man. Schon wieder eine royale Hochzeit, Cousin von Queen Elizabeth. 92, traut sich ein zweites Mal. Nach der Scheidung von Ehefrau Penny wagt sich der Lord in diesem Sommer mit Lebenspartner James Cole vor den Traualtar. Outete sich vor zwei Jahren nach seiner Scheidung. Eine erneute Heirat ist zwar nicht in seinem Sinne, doch für seinen Liebsten würde er alles tun. Das verriet der baldige Bräutigam nun der Demai. Ich hatte das schon, zusätzlich noch meine wundervollen Kinder. Aber ich mache es gerne für James, erklärte der 55-Jährige. James hatte dieses grundstabile Leben nicht, das ich hatte. Anschließend wandte er sich direkt an seinen Verlobten, ich will in der Lage sein, dir das zu bieten. Die beiden werden sich in einer privaten Zeremonie mit einer Handvoll Gästen auf ihrem Anwesen in Devon das Ja-Wort geben. Zum Altar möchte von seiner Ex-Frau begleitet werden und die freut sich sehr über die baldige Hochzeit. Eva ist viel entspannter geworden. Viel netter. Es war ihm sicherlich nicht bewusst, dass dieses Geheimnis über seine Sexualität ihn so sehr belastete. Jetzt, da es raus ist, ist er ein komplett anderer Mensch. Niemand habe ihn je glücklicher gesehen und auch James sei eine wundervolle Person, meinte Penny weiter. Sie selbst habe ihn innerhalb der ersten 10 Sekunden nach dem Kennenlernen ins Herz geschlossen. Wie findet ihr diese Patchwork-Familie? Stimmt ab.